Unser Gründungsprojekt heißt TACBIC, ertastbare Grafiken für blinde und sehbehinderte Menschen. Unser Projekt ist 2016 während dem Semester entstanden. Das ursprüngliche Thema war Input und Output und wir haben uns überlegt, dann als Input Bilddaten zu nehmen und als Output eine erfüllbare Grafik zu schaffen. Und bei dem Output handelt es sich um ertastbare Grafiken, das heißt, es wird eine Reliefgrafik erschaffen, die dann für Sehbehinderte und Blinde ertastbar ist. Ja, schon während dem Projekt haben wir viel positives Feedback bekommen von unserer Zielgruppe. Und am Semesterende gibt es immer eine große Veranstaltung mit Präsentation. Und dort hat uns dann Gründet quasi entdeckt und uns eingeladen für ein Gespräch, um das Ganze noch weiterzuentwickeln. Es fühlt sich eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut an, einerseits die Sicherheit zu haben, also als wir das Projekt angefangen haben, dass man eben wusste, wir haben jetzt 1,5 Jahre Zeit dafür, daran zu arbeiten. Auf der anderen Seite halt aber eben diese vollkommene Freiheit zu machen, eigentlich in dem, was man macht, also wie das Projekt letztendlich aussehen soll, in welche Richtung es schlagen soll, auch die Entscheidung eben sich nochmal umzuorientieren. Wir mussten da eben nicht an irgendwelche anderen Leute denken, denen wir das erklären müssten, sondern wir konnten einfach die Projektidee so am Konzept ändern, dass wir eben uns auch wohler damit fühlen, das Projekt umzusetzen und als dass wir auch denken, dass es eben so auch tatsächlich Mehrwert hat. Im besten Fall und den Fall, den wir uns auch gut vorstellen wollen, ist, dass wir das Projekt ausgründen, so wie es geplant ist und damit eben auch einerseits natürlich dem Bildungssektor helfen, also Förderschulen und Bundesbildungszentren und auch mit der Hoffnung, das auszuführen auf weitere Bereiche, um eben auch die Vorteile, die wir schaffen, dann auch blinden und sehbehinderten Menschen zum Beispiel eben außerhalb von Schulen, zum Beispiel Universitäten, am Arbeitsplatz, bei Behördengängen und so weiter. Da hoffen wir eben auch, dass wir da letztendlich was bewirken können.